Hallo ihr! Heute gibt es mal wieder einen leckeren Brotaufstrich und zwar heute mit Ei. Die gekochten, geschälten Eier als erstes ein bisschen zerkleinern. Seht ihr? Dann kommt der Frischkäse und ein bisschen selber gemachte Mayonnaise dazu. Wer mag, kann noch einen Teelöffel Senf reinmachen, dann verrühren. Hier und jetzt mit Salz und Pfeffer ein bisschen abschmecken. Ja, muss noch rein. Wer normale Mayonnaise nimmt, der braucht vielleicht noch ein paar Tröpfle Essig dazu. Seht ihr, ist schon fertig. Das schmeckt jetzt super lecker auf zum Beispiel frisch gebackenem Baguette oder anderem Brot. Die Eicreme kann man natürlich auch einfach nur so machen. In der Schüssel mit einer Gabel die Eier zerpflücken. Geht natürlich leichter, wenn ihr sie erstmal halbiert. Dann hüpfen sie nicht so drin rum. Das dauert natürlich eindeutig sehr viel länger. Und ist auch nicht ganz so schön fein hinterher. Aber wie ihr seht, geht es natürlich auch. Mir reicht es jetzt vom Feinheitsgrad her. Deshalb kommt jetzt der Rest noch dazu. Wie gehabt, Mayonnaise, Frischkäse und Senf. Dann alles miteinander vermischen. Dann abschmecken. Mit Salz. Pfeffer. Am besten natürlich frisch gemahlen. Eventuell eine kleine Prise Zucker und vielleicht noch ein oder zwei Teelöffel Essig. Jawohl, super. Und der Reis fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch und teilt es auf Twitter, Facebook oder Pinterest. Und wenn ihr künftig immer informiert werden möchtet, wenn ich ein neues Video hochlade, dann abonniert doch meinen Kanal. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ciao!